bin Yvonne Schneider von der Zeitschrift M&T und ich bin heute in Mönchengladbach bei der Firma Efforts und frage den Geschäftsführer und Inhaber Dr. Klaus Schwänzer, wie er in seinem Unternehmen mit dem Thema Fachkräftemangel umgeht. Also Fachkräftemangel hat bei uns eine sehr hohe Bedeutung erlangt. Wir bilden seit sehr vielen Jahren aus, verstärken das zurzeit auch noch. Aber es ist nicht mehr so einfach wie früher. Die Leute stehen nicht mehr in Schlange vor der Tür, wenn wir einen Ausbildungsplatz anbieten. Wir müssen deswegen zum Beispiel hingehen, auch nach anderen Gruppen uns umschauen. Beispielsweise Leute, die keinen Schulabschluss haben, Studienabbrecher, aber auch Flüchtlinge. Wir sind da sehr stolz drauf. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen den ersten Flüchtling erfolgreich zum Abschluss geführt und er hat an der Lossprechungsfeier mit sehr viel Stolz hier in Mönchengladbach teilgenommen. Außerdem wollte ich von ihm wissen, welche Rolle die Nachhaltigkeit in seinem Unternehmen spielt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir Unternehmer eine große Verantwortung auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit haben. Wir verbrauchen viele Ressourcen mit Materialien, mit Energie. Wir haben aber gleichzeitig auch Familie, wir haben Kinder, wir haben Enkel. Wir können das nicht ignorieren, wie es unserer Welt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geht. Deswegen hat das bei Efforts eine sehr große Bedeutung. Bei allen Entscheidungen, wir haben ja gerade 2 neue Hallen gebaut, fließen Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Beispielsweise, dass wir sehr energiesparend bauen, dass wir Materialien verwenden, die langlebig sind und dass wir auch moderne Technik einsetzen, um da möglichst effizient zu werden. Ein Beispiel ist die LED-Beleuchtung, die wir mittlerweile fast durchgängig in unserem Unternehmen haben und auch nachsteuern, zum Beispiel wenn viel Tageslicht in die Räume kommt, dann werden die Lampen runtergedimmt. Ein anderes Beispiel ist ein Blockheizkraftwerk, das fast zu 100% das Gas, was eingesetzt wird, einerseits in Wärme für unsere Heizung und andererseits in Stromproduktion umsetzt. Aus meiner Sicht ein Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften, das jeder Unternehmer recht einfach umsetzen kann.